Das Orgelporträt: Die Ratzmann-Knauf-Orgel in der Trinitatiskirche Ohrdruf. Ohrdruf ist eine Kleinstadt im thüringischen Landkreis Gotha. Sie liegt auf 375 Metern Höhe, unweit nördlich des Thüringer Waldes, am Übergang des Westthüringer Berg- und Hügellandes zur sich östlich anschließenden Ohrdrufer Platte. Die Stadt ist vor allem als einer der Orte bekannt, an denen Johann Sebastian Bach gelebt hat. Außerdem liegt bei Ohrdruf der größte Truppenübungsplatz Thüringens. Sehenswert sind einige historische Gebäude der Altstadt und auch das Schloss Ehrenstein am Rande der Altstadt. Ohrdruf liegt an der Ohra, einem Nebenfluss der Apfelstädt, von dem sich auch der Name ableitet. Ohr kommt von Ohra und Druff entstand durch Akzentverschiebung von Dorf. 723 und 724 begann in Ohrdruf Bonifatius mit der Gründung der Zelle St. Michael seine Mission in Thüringen. 1348 wurden Ohrdruf die Stadtrechte verliehen. Bis 1918 gehörte die Stadt zum Herzogtum Sachsen-Gotha, die heute knapp 6300 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Ab 1690 wirkte in Ohrdruf Johann Christoph Bach als Organist an der damaligen Hauptkirche St. Michaelis. Er war Johann Sebastian Bachs älterer Bruder und so nahm er diesen, nach dem Tod der Mutter 1694 und des Vaters 1695 zum Vollwaisen geworden, bei sich auf. Hier, bei seinem Bruder in Ohrdruf, erlernte er das Orgelspiel. Wir werden auf diesen Punkt in Johann Sebastian Bachs Biografie bei der Vorstellung der kleinen Orgel in der Ohrdrufer Siechhofskirche noch näher eingehen. Damals war die heutige Stadtkirche St. Trinitatis allerdings noch nicht gebaut. Der Grundstein für sie wurde 1709 gelegt und die Einweihung konnte 1714 stattfinden. Die erste Orgel der Trinitatiskirche war das Rückpositiv der damaligen Hauptkirche St. Michaelis, mit ihren teilweise aus der Gotik stammenden Pfeifen. 1746 bis 1747 erbaute der Wanderslebener Orgelbauer Johann Stephan Schmalz eine neue Orgel, die 1814 von einem Instrument aus der Ohrdrufer Werkstatt von Georg Franz Ratzmann ersetzt wurde. Eingangs hörten wir dieses Instrument in einer Fugetta e-Moll von Christian Heinrich Rink. 1814. Es war die Zeit der Klassik, die Zeit Beethovens. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Orgeltranskriptionen aus Werken Beethovens in jener Zeit weit verbreitet waren. Es folgt eines dieser damals in Mode gewesenen Bearbeitungen. Es ist der berühmte zweite Satz der Klaviersonate Nummer 23, der Appassionata. Die Bearbeitung, deren interessante Registrierangaben man auf der Ohrdrufer Orgel 1:1 umsetzen kann,
stammt aus der Feder von Julius André. Georg Franz Ratzmann, 1771 in Kumbach bei Friedrichroda in Thüringen geboren, war der Begründer einer deutschen Orgelbauerfamilie, die in Thüringen und Hessen im 19. und frühen 20. Jahrhundert etwa 170 Orgeln schuf. Georg Franz Ratzmann ließ sich 1792 als Orgelbauer im thüringischen Ohrdruf nieder, wo er in eine Schreinerei einheiratete. Von ihm sind 14 Werke nachgewiesen. Die größte war die 1837 eingeweihte Orgel in der Stadtpfarrkirche zu Fulda mit 49 Registern auf 3 Manualen und Pedal. Der derzeit früheste bekannte Orgelneubau von Georg Franz Ratzmann entstand 1802 für die Kirche in Reinholzhain bei Glauchau, die allerdings nicht erhalten ist. 1814 bekam der Meister die Gelegenheit, für die Trinitatiskirche seiner Heimatstadt ein repräsentatives Werk zu errichten. Die Orgel kostete 1100 Taler, hatte 2 Manuale und 38 klingende Stimmen, von denen 16 auf das Hauptmanual, 12 auf das Oberwerk und 10 auf die Bässe kamen. Dem Werk in Ohrdruf folgten weitere größere Werke, zum Beispiel in Friedrichroda, in Wölfis oder Finsterbergen. 3 von Ratzmanns Söhnen wurden ebenfalls Orgelbauer. Der 1804 geborene Johann Heinrich Ludwig Ratzmann führte die Werkstatt in Ohrdruf weiter und dessen jüngerer Bruder Wilhelm August Ratzmann machte sich später in Gelnhausen selbstständig. Die Orgel in der Trinitatiskirche wurde dann 1886 durch Guido Knauf aus Gotha grundlegend umgebaut. Guido Knauf, 1830 in die bekannte Thüringer Orgelbauerfamilie Knauf hineingeboren, hat in den 1870er und 1880er Jahren eine ganze Reihe von Orgeln aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts technisch erneuert. In Ohrdruf baute er die gesamte technische Anlage samt Spielschrank neu, disponierte die Orgel um und veränderte auch die Intonation der übrigen Register im Sinne der Hochromantik. Von der Ratzmann-Orgel übernahm er den Orgelprospekt und einen Großteil des Pfeifenwerks. Hören wir nun 3 kleine Choralvorspiele von Christian Heinrich Rinck aus dessen umfangreicher Sammlung Opus 105. Musik
von Georg Franz Ratzmann 1814 errichtete und 1886 von Guido Knauf umgebaute Orgel in der Trinitatiskirche zu Ohrdruf wurde gleich nach der Wende 1990 bis 1992 durch die Firma Förster und Nikolaus aus Lich restauriert. Hierbei wurde auch die sehr schwergängige Knauf-Traktur durch eine an Ratzmanns Bauweise angelehnte Traktur ersetzt, die das Spiel deutlich erleichtert. 2006 erfolgte eine erneute Instandsetzung durch die Firma Rösel und Hercher aus Saalfeld. Die Ratzmann-Knauf-Orgel besitzt heute 34 Stimmen auf 2 Manualen und Pedal. 15 Register stehen im Hauptwerk, das vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen F ausgebaut ist. Grundlage ist ein mächtiger Prinzipalchor, aufgebaut auf dem Prinzipal 16 Fuß, über die Oktaven 8, 4 und 2 Fuß, dazu die Großquinte 6 Fuß, eine Quinta 3 Fuß und bekrönt von einer vierfachen Mixtur und einer dreifachen Zimbel. Als zweiter 16 Fuß im Hauptwerk ist ein Bordun disponiert. Dann kommen noch Gedakt, Hohlflöte, Gamba und Trompete 8 Fuß, eine Hohlflöte 4 Fuß sowie ein ebenfalls auf dem 8 Fuß basierendes dreifaches Kornett. Das Oberwerk besitzt 10 Register, nämlich Quintatön 16 Fuß, Geigenprinzipal, Salizional, Fugara, Flauto Traverso und lieblich Gedakt 8 Fuß, Oktave und Spitzflöte 4 Fuß, Quinte 3 Fuß und Oktave 2 Fuß, diese beiden letzteren Stimmen auf einem Registerzug, sowie eine dreifache Mixtur. Das Pedal, das bis zum eingestrichenen D ausgebaut ist, besitzt heute 9 Stimmen. Prinzipal, Subbass, Violon und Posaune 16 Fuß, letztere mit durchschlagenden Zungen, dazu Oktavbass, Bordunbass und Violoncello 8 Fuß, einen Quintbass 6 Fuß und eine Oktave 4 Fuß. Wir hören die Klangpracht des vollen Werks abschließend in einem Nachspiel C-Moll von Christian Heinrich Rinck, aus dessen im 19. Jahrhundert weit verbreiteten Sammlung Opus 55. Die große Ratzmann-Knauforgel in der heutigen Hauptkirche der Stadt Ohrdruf, der Trinitatiskirche, ist eines der repräsentativsten Instrumente der Romantik in Thüringen. Die hauptamtlich besetzte Kantorenstelle an der Trinitatiskirche gewährleistet das hohe Niveau der Orgel- und Kirchenmusik in einer Stadt mit einer großen und langen Musiktradition. Heute und so Gott will, auch in Zukunft.